Das Problem der Gewalt ist dunkel. Hannah Arendt stellt in ihrem 1970 erschienenen Werk On Violence, deutsche Übersetzung Macht und Gewalt, dar, dass es sich bei Macht und Gewalt gleichsam um kommensurable Größen handelt. Gewalt sei überschießende Macht, eskalierende Macht. Wo Macht sei, sei also auch Gewalt möglich. Macht sei eine ermöglichende Kondition der Gewalt. Doch stimmt das? Und handelt es sich bei den Phänomenen der Macht und der Gewalt gleichsam um kommensurable Phänomene? Ist die Gewalt die Steigerungsform der Macht? Führt jede Form von Macht potenziell zur Gewalt? Indem Hannah Arendt Gewalt als Steigerungsform von Macht ansieht und Gewalt stets der Macht bereits immanent, verabschiedet sie sich von einer strikten phänomenologischen und substanziellen Trennung beider Begriffe, die in der griechischen Antike und in der durch sie beeinflussten Naturrechtsphilosophie in der frühen Neuzeit sehr bedeutsam war. Macht und Gewalt war für die Philosophen und auch für die Dichter der griechischen Antike kein kommensurables Feld, das vielleicht in graduellen Übergängen zu beschreiben wäre, sondern Macht und Gewalt waren substanziell getrennte Begriffe. Wir sehen ein Beispiel für diese substanzielle Trennung in der Dichtung von Aeschylus, der gefesselte Prometheus. In seiner Orestie beschreibt Aeschylus, wie eine Gesellschaft von einem imaginären Urzustand hin zu einem Zivilisationsvertrag wächst und die Rolle der Gewalt bzw. die Rolle der Eindämmung der Gewalt, der Kodifizierung und Limitierung der Gewalt ist ein ganz bedeutendes Motiv in diesem Zivilisationsprozess, den der Dichter beschreibt. In dem Werkteil Der gefesselte Prometheus beschreibt Aeschylus, wie Macht und Gewalt auftreten. Macht, Kratos, und Gewalt, Bia, der Begriff heißt auch Zwang, treten in unterschiedlicher Art und Weise auf. Die Macht, Kratos, verhandelt mit Prometheus. Die Macht möchte bei Prometheus ein Verständnis dafür erwecken, dass er bestraft werden muss, weil er die Ordnung verletzt hat. Das ist das klassische Motiv in der griechischen Tragödie. Der sogenannte Frevler verletzt eine göttliche Ordnung, die aber auch Sinnbild ist für eine menschliche Ordnung, also für einen menschlichen Zivilisationsvertrag. Prometheus soll diese Ordnung verletzt haben, durch seine Anmaßung, das Feuer von den Göttern zu nehmen und den Menschen zu geben, also dem Menschen einen Zivilisationsfortschritt zu ermöglichen, dem Menschen Macht zu geben. Ausgangspunkt der Orestie ist ein Ungleichverhältnis zwischen den vormals allmächtigen Göttern und ohnmächtigen Menschen zugunsten der Menschen, die mehr Macht gewinnen. Dieses Ungleichgewicht verletzt die primordiale Ordnung. Prometheus als der Urheber dieses Ungleichgewichts soll sanktioniert, soll bestraft werden und die Macht im Schauspiel, vergegenwärtigt durch einen Schauspieler, der Kratos die Macht versinnbildlicht, verhandelt mit Prometheus. Sache der Macht ist es, Ordnungen rhetorisch darzustellen, zu erklären, zu plausibilisieren. Die Gewalt, der Zwang, Bia, personifiziert durch einen Schauspieler, spricht nicht, ist gewalttätig stumm, handelt durch Gewalt am Körper, durch körperliche Strafen, durch Fesseln, durch Folter. Die beiden Personifikationen, Macht und Gewalt, bei Aeschylus zeigen, dass es sich um ganz unterschiedliche Bereiche menschlichen Wirkens und menschlicher Zivilisation im Allgemeinen handelt. Die Macht ist das rhetorische Motiv, das Ordnungen erklären kann. Die Gewalt ist stumm, ist unterhalb der sprachlichen Ebene. Und hier sehen wir,
eine Unterscheidung, die auch bei Giorgio Agamben's Beschreibung des Homo Sacers ganz besonders wichtig wird. Agamben erklärt, dass die Gewalt als Gewalt am Körper, als eine Gewalt, die auf dem sogenannten Homo Sacer, also den rein in seinen Körpergrenzen beschriebenen, ein Stück weit rechtlos gemachten, entwürdigten Menschen einwirkt. Und ähnlich ist diese Gewalt, diese bloße, rohe Gewalt, die in der griechischen Tragödie auftritt. Ja? Wir sehen hier, dass Gewalt ganz anders strukturiert ist als Macht. Während die Macht versucht, durch Sprache, Erklärung, Einsicht, Vernunft, sprich ein Programm, das man als aufklärerisch bezeichnen kann, auch wenn es vielleicht zeitgeschichtlich nicht in einem Kontext der Aufklärung eingeordnet wird, versucht auf den Menschen einzuwirken, Verständnis zu erwecken, den Menschen zum Mitgestalter einer Ordnung zu machen, während die Gewalt nicht auf den Intellekt, das Verständnis, die Polis, also die in der Zivilisation gewachsene Identität des Bürgers abzählt, sondern vielmehr auf den Menschen als körperliches Wesen, den Menschen in seiner Körperlichkeit, Begrenztheit und in seiner Verletzlichkeit. Wenn also die Gewalt bei Aeschylus auf den Prometheus einwirkt, so wird Prometheus auf seine reine Körperlichkeit, auf sein opferfähiges Sein reduziert, auf seinen Homo Sacer-Status gleichsam. Und das ist die Grenzlinie, die zwischen Macht und Gewalt besteht. Man kann es so sehen, dass die Macht die Sphäre der Polis beherrscht, also die Sphäre der Bürgerrechte, des Bürgers, der sich durch Sprache, Wissenschaft, Kunst, Handwerk, soziales Verhalten innerhalb einer menschlichen Zivilisation in seiner Identität definiert, ja, und darüber auch Verständnisse schaffen kann zu einer Ordnung, während die Gewalt reine physische Machtausübung am Körper ist, die nicht mehr sprachlich vermittelt wird. Die Gewalt ist stumm. Die Gewalt zielt auf die Körpergrenzen ab. Und diese Trennung ist keine antike Trennung. Es ist eine Trennung, die, wenn wir Agambens Aufgriff heute sehen in seiner Homo Sacer-Diskussion, wieder aktuell ist. Und es ist eine Trennung, die wir in dieser Art und Weise bei jeder aktuellen Diskussion über Menschenrechte und Bürgerrechte wieder sehen. Ja? Es ist ein allgemeines Menschenrecht, dass Körpergrenzen respektiert werden, ja? Dass der Mensch körperlich geschützt wird, dass seine Gesundheit und seine physische Integrität geschützt wird vor Gewaltanwendung. Ja. Es gehört zu den Bürgerrechten, dass Ordnungen kommuniziert werden. Es ist ein Unterschied zwischen Bürgerrecht und Menschenrecht, besteht darin, dass das Menschenrecht in seiner allgemeinen, primordialen Form dann zur Sprache kommt, wenn die Körpergrenzen insbesondere angegriffen werden, durch Gewalt, nicht durch Macht. Gewalt greift den Körper an. Und sehen wir nun Hannah Arendts Darstellung von Gewalt als überschießender Macht, müssen wir sagen, dies ist nicht in jeglichem Fall gegeben. Ja, Gewalt ist nicht einfach ein graduelles Überschreiten eines Machtkontinuums, sondern Gewalt ist eine substanziell andere Art und Weise, mit dem Menschen umzugehen, sprachlos und den Körper attackierend. Und das ist etwas wesenhaft anderes als das Diskutieren von Ordnungen innerhalb der Sphäre der Macht. Dass das eine in das andere übergehen kann, mitunter Gewalt angewendet werden kann, wenn die Diskussion über Ordnungen innerhalb des Machtgefüges erfolglos war. Das stimmt. Und dennoch ist Gewalt nicht ein Superlativ von Macht, sondern kann außerhalb von Kontexten auftreten, innerhalb derer Ordnungen und Systeme kommuniziert werden. Ja, die Gewalt stellt im Grunde genommen einen Fremdkörper dar in der Debatte über rechtmäßige Macht und legitime Ordnung.